Wie wird die Bundesregierung denn nun gebildet? Alle 4 Jahre finden Bundestagswahlen statt, die mit einem gewissen plebiszitären, zumindest versteckten plebiszitären Element ausgestattet sind, in dem die Parteien Kanzlerkandidatinnen aufstellen und die Menschen natürlich in dem Wissen zur Wahl gehen, welche Kandidatin, welchen Kandidaten sie hier wählen. Danach starten Koalitionsverhandlungen zwischen den Parteien. Die gehen in Deutschland traditionell relativ schnell, mit Ausnahme 2017, 2018, wo Koalitionsverhandlungen abgebrochen wurden und dann neu gestartet wurden, sodass dann Angela Merkel zur Bundeskanzlerin erneut gewählt werden konnte. Die Wahl des Bundeskanzlers erfolgt auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag in geheimer Abstimmung, woraufhin die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler vom Bundespräsidenten ernannt wird. Wir sprechen hier von der sogenannten Kanzlermehrheit nach Artikel 63 des Grundgesetzes, wo die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages die Kanzlerin, den Kanzler dann wählen. In der Bundesrepublik ist es so, dass durch diese Funktion des Bundespräsidenten in dem Prozess insgesamt davon gesprochen werden kann, dass der Bundespräsident eine institutionell eher schwache Position hat. Die Regierung besteht für die 4-jährige Legislaturperiode. Die Kanzlerin, der Kanzler wird normalerweise im ersten Wahlgang nach den Koalitionsverhandlungen bestimmt. Möglich sind aber auch ein zweiter und ein dritter Wahlgang, dann muss der Präsident über die Ernennung oder die Auflösung des Bundestages bestimmen. Es sind also keine Alleingänge des Bundespräsidenten in diesem Zusammenhang möglich. Die Ministerinnen, die auch zur Regierung, zur Exekutive gehören, werden durch den Präsidenten, den Bundespräsidenten ernannt. Das Parlament besitzt hier lediglich eine passive Rolle. Insgesamt kann man davon sprechen, dass Bundesregierungen in Deutschland eine relativ hohe Stabilität aufgewiesen haben und normalerweise bis zum Ende der Legislaturperiode durchgehalten haben.